Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter. Wir wollen heute mal auf die Dickhorn-Schafe gehen. Ja, ich kann euch mal kurz auf der Map zeigen, wo ich da hingehen will. Also ich will einmal erstmal hier oben mich kurz porten, weil hier oben haben wir jetzt kein Zelt. Also ich will die nachher hier so in dem Bereich, will ich die nachher jagen. Und dann machen wir einmal kurz nachher den Trick bei dem Tunnel. Ich weiß nicht, ob ihr den Tunneltrick schon kennt. Habe ich jetzt hier vom Tampi. Nochmal vielen Dank an den Tampi. Und dann kommen wir nämlich hier oben raus, wieder an dem anderen Tunnel. Und das zeige ich euch dann mal. Und dann gehen wir nachher ein bisschen Dickhornschaf jagen. Weil die waren ja zum Release, waren die ein bisschen verbuggt. Also die gab es auf der Karte nicht. Das haben die jetzt aber serverseitig gepatcht. Und jetzt kann man die ganz normal jagen. Alles klar, denn würde ich sagen, legen wir mal los und dann bis gleich. So, wir stehen jetzt hier oben am Tunnel. Ich kann euch den Punkt nochmal zeigen. Also, ich bin jetzt hier quasi einmal so rumgelaufen, aber ihr könnt auch ein bisschen gerade drauf zulaufen. Ja, dann ist hier quasi der Tunnel. Und dann seht ihr hier auch die Schiene. Dann geht ihr hier quasi einmal auf den Tunnel drauf zu, bis ihr nicht mehr weiterkommt. Lauft ihr hier quasi gegen die Wand. Dann drückt ihr E und dann seid ihr hier oben, also quasi schon gut im Dickhorn-Schafgebiet. Jetzt könnt ihr hier rumgehen oder ihr geht hier so lang. Ja, und dann, wie gesagt, versuchen wir mal eine Spur zu finden vom Dickhorn-Schaf. Alles klar, dann bis gleich. Da vorne haben wir jetzt ein Dickhorn-Schaf. Da steht es. Ich spreche es mal kurz an. Ich gehe mal ein bisschen dichter. Ich habe es gerade hinter den Bäumen gesehen. So, dann gucken wir mal. So schön, schön langsam jetzt drauf zu. Haben wir auf jeden Fall schon mal eins gesehen. Ist bloß hinter den Bäumen. Deswegen sieht man ihn jetzt gerade nicht. Ja, ich bin jetzt gerade hier in dem Bereich auf der Karte. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn jetzt zwischen den Bäumen irgendwo entdecken. Vielleicht hören wir auch mal sein Geräusch. Auf jeden Fall jetzt in Schleichstellung. Schön langsam drauf zu bewegen. Da sieht einfach herrlich aus hier. Rocky Mountains, auch bisher so mein Lieblingsgebiet. Wenn noch ein paar mehr Tiere noch kommen, das wird schon richtig cool. Oh! Hört ihr das? Man hört ihn jetzt. Man hört ihn hier aus der Richtung. Hier den Berg wahrscheinlich. Können auf jeden Fall. Da mehrere. Irgendwo hier ist er jetzt. Ah, da vorne. Ist er das? Mal gucken. Ob das ein. Schauen. Das ist, glaube ich, ein Weibchen, weil das hat nicht diese runden Hörner. Guck mal, ob ich. Ja, das ist ein Weibchen. Hier sind aber noch mehrere, glaube ich. Ich höre hier mehrere Schritte. Um aus dieser Richtung. Guck mal, ob ich vielleicht ein Männchen noch sehe. Mal kurz mein Anti-Ruch-Spray hier. So, da ist das Weibchen. Wo ist das Männchen? Scheinen auf jeden Fall mehrere zu sein. Gucken. Schleichen uns mal so ein bisschen ran. Hier vorne ist eins. Hinter den Bäumen. Muss mal so ein bisschen sehen hier. Guck mal, ob das ein Männchen ist. Da ist er. Das ist ein Männchen. Okay, da gehen wir jetzt hinterher. Dann versuchen wir uns mal so ein bisschen ranzuschleichen. Wollen natürlich am besten Männchen schießen. Da auf der Anhöhe. Versuchen mal, freies Schussfeld zu kriegen. Aber hier ist auf jeden Fall ein schönes Gebiet für die Dickhornschafe. Ich
So, jetzt sollten wir es gleich sehen. Immer so ein bisschen rum. Ich ihn jetzt nicht unbedingt gleich in die Arme laufe und ihn verschrecke. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Dann drückt mir mal die Daumen, Weidmanns Heil. Da habe ich das Weibchen. Weibchen, ne? Hier um das Männchen. Jetzt direkt irgendwo vor mir sein. Wo ist er? Ich gehe mal da vorne zum Stein. Der ist auch schon ein bisschen weiter gezogen jetzt. Mal jetzt zum Stein rauf. Dann sollte da vorne ist eine Spur. Sollte er jetzt sein. Mal, ob ich hier raufkomme. Komme ich jetzt gerade nicht rauf. Da vorne läuft er. Mal noch ein kleines Stückchen hinterher. Läuft er. Der Schuss ging daneben. Mist, da haben wir ihn leider verpasst. Gut, würde ich sagen, legen wir nochmal, gehen wir nochmal hinterher. Das war leider ein bisschen zu zögerlich, aber den kriegen wir schon. Ich weiß nicht, ob es der Krabbenfischer ist oder du. Ob ich's bin, ne? Ah, der Krabbenfischer ist ja auch ganz dicht, ja. Ich höre ihn! Hier links von mir. Hat er doch wieder die Richtung gewechselt. In dem anderen Tal, hier links von uns. Guck mal, ob ich jetzt direkt aufs Gestrüpp so, das ist auch nichts. Der läuft hier auf den Stein, wenn du oh, schreist, ne? Hier ist er. Ne, ich hab ihn. Warte. Wir bleiben stehen. Drück ab. Jo, er liegt. Boah, okay. Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt der Widder, den wir so ein bisschen gemeinsam aufgespürt haben. Ja, sogar ein männlicher, der hat mich nicht kommen hören. Ich nehme mal kurz hier nochmal die Fährte auf und mache mal einen Trophy-Shot. Ja, also wie gesagt, ihr seht ja hier auf der Karte, der Psycho-Kai hat das ja auch nochmal eingezeichnet, hier die gelben Kreise, wo er auch zum Beispiel hier ein Zelt stehen hat. Da kann man dann direkt gleich loslegen sozusagen. So, ich gehe mal oder Trophäe hier. Weidmanns Heil. Ja, Weidmanns, dank euch, ne? So, dann gucken wir mal, wie schwer der hier ist. 100 Kilo, naja, ist doch in Ordnung. 100,2 Kilo, 146er Wert. Auf jeden Fall mal einen Trophy-Shot hier machen. So, dann nehmen wir uns mal den Widder hier. Arsch, das sieht so geil aus, dieses Gehörnte, ne? Dieses... Ah, oh, jetzt muss ich ihn erstmal hier irgendwie zu fassen kriegen. Gucken, ob ich ihn hier irgendwie noch gedreht kriege. So, ist doch gut. Ja, ja, dann rollt er wieder halbwegs den Berg runter. Ich zoome mal ein bisschen ran hier. aber er sieht ganz cool aus. Ich mach mal Linksklick hier, so, zack. Ja, gut. Dann erstmal vielen Dank. Ach, da kommt auch schon der Psycho-Kai. Und der Krabbenfischer ist auch hier mit seinem Trabber-Outfit. Ja, moin. Warte, ich grüße dich mal hier. Moin, moin. Ich wink mal eben. Ja, geil. Ja, ich muss nochmal vorbeischauen. Aber stell dich mal hin hier. Das ist ein schönes Outfit an, ey. So, Lachsredi. Du sollst dich hinstellen. Wohin? Ja, stell dich doch mal hin. Stellen, aufstellen, aufrichten. Du hockst gerade. Ich wollte mal dein Outfit ein bisschen sehen. Ja, sieht doch cool aus. Aha. Ja, sieht doch schön aus. Hängt der Fuchsschwanz an deinem Manta?
Gut, an der Stelle beende ich erstmal die Aufnahme und wenn wir noch irgendwas Interessantes haben, ich wollte auch nochmal mit dem Kai nochmal alleine denn die Tage nochmal unterwegs mal ein paar Bären jagen oder sowas. Alles klar, erstmal vielen Dank an euch nochmal, ne? Ihr sagt gar nichts. Bitte, bitte, gerne geschehen. Alles Ja, klar. kein Problem, gerne. Und dann bis zur nächsten Folge. Bisschen. Tschö.